Nee, so viel werde ich jetzt echt nicht tun. Schilde trägst du nicht? Ein Helm? Ja, ein Helm kriegst du. Aber das ist die Turtle Sword. Nein. Warum baust du sowas ein? Ah, hör doch auf, ey. Also da sieht man wirklich, dass es ihm nicht ums Kämpfen geht, weil das Kämpfen wird hier, bis auf diesen scheiß schweren Arena-Kampf, relativ leicht gestaltet. Okay, hier ist nichts, nein. Einfach mal auf so einer Insel hier der übelste Verkäufer mit allen Eternal-Sachen. Ich glaube, es hackt. Meine Güte. Gut, ist natürlich alles seine Sache. Rekawelt 4, Ruinen des Schreins. Ruines des Schreins. Hm. Wahrscheinlich Ruine des Schreins, so. Zack. Oh, ich bin happy. Wir haben sie geschafft. Wir haben die Eternal Weapon geschafft. Jetzt kann mich nicht mal diese Welt 4 schocken. Komm her! Ach, wir müssen nicht die Hunde sammeln? Okay. Ein Bunny. Ein Bunny. Geh weg, Hund. Geh weg. Geh weg. Ja, ja, ja. Komm her, komm her. Nicht du. Yay, 2. Komm her. Komm her, süßes Häschen. Ja, lauf in die Ecke. Meins. So, dann haben wir schon mal 3. Oh, da läuft noch eins. Scheiß auf die Hunde. Ich ignoriere sie einfach gekonnt. 3? Komm her, komm her, komm her, ja, 4, 4, 5, 5, 5, 6, ich kann nicht zählen, ich bin schlechter drin, so, 7, wunderbar, es läuft recht angenehm bisher, ich hoffe nur, dass wir nicht wieder so lange ein einziges suchen müssen. Ja, das Level gefällt mir aber bisher ganz gut. Ist schön gemacht. Man kriegt nicht so bederben Augenkrebs wie bei einem anderen. Ja, nur suche ich jetzt wieder relativ lange wahrscheinlich. Ah, da war der Kubino, Koibino, Kubudinulululululu. Komm schon, komm schon. Ja, ja, nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Lauf in die Ecke, du Mistvieh. Bah, ja. Geh weg, Hund. Ja! Ja! Das ist schon mal viel wert. Jetzt brauchen wir nur noch... Ah, da ist schon mal ein Kanickel. Dann waren es, glaube ich, nur noch 2 Stück, die wir brauchen. Läuft angenehm. So, gehen wir hier mal nach links. Ich habe einen Riecher für die Kanickel heute. Da war es nur noch 1. Ich habe echt heute einen Riecher. Oh, du Dreckshund, du hättest mich fast erwischt. Das war's. Wunderbar. Komm her, Hundi. 10 von 10, 1 von 1. Wunderbar. Ich bin stolz auf mich. Yeah. Was ist das? Der Schrein der Macht. Na, wer bist du? Hallo Fremder, ihr seht aus, als wolltet ihr Waren kaufen. Ich kann keine Waren annehmen, aber verkaufe die Waren zu einem guten Preis, wie ich finde. Wie wäre es mit einem Blick in mein Sortiment? Oh, whatever. Obwohl. Füllen wir mal unseren Äther auf, der hat gute Dienste geleistet. So. Was hast du? Nein, ich will nicht wieder mit dir reden. Geh weg. Geh weg. Hallo Fremder, ich sehe, ihr habt interessante Waren bei euch. Ich würde gerne mal einen Blick reinwerfen. Keine Sorge, ich zahle gut. Dann zahl mal gut für meine Diamantenrüstung. Hm. So. Du zahlst wirklich ganz angenehm, nehmen wir. So, und jetzt machen wir noch die Rekawelt 5. Die war doch hier, oder? Ja, gut. Oder? Ja, Rekawelt 5. Ich bin Joey. Ruff, 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 ruff. Ah, nur 10 Rekas, okay. Hallo? Ich darf mich nicht bewegen. Ah, ist klar. Ich durfte mich bewegen, als er mich berührt hat. Was soll denn das jetzt bitte? Hallo.
Hallo. Tatsächlich, ich darf mich nicht bewegen. Hä? Was ist denn das? Darf ich alle 10 Sekunden nur einen Schritt machen, oder was? Hm. Das ist aber seltsam. Was soll denn das? Hat er was verpackt, oder wie? Ich darf mich jedenfalls nicht bewegen. Nö, geht nicht. Jetzt durfte ich mich einmal bewegen, wenn er an mir vorbeigerannt ist. Na klasse. Hat er das Chipset verkackt oder was? Das da gibt's doch nicht. Hallo. Okay, das scheint er übelst verkackt zu haben. Dammit. Ja. Da das hier jetzt ja jetzt nicht gerade viel Sinn hat. Schade für die Bonus-Stage. Naja. Na dann. Nicht lang rumfackeln. Immerhin haben wir alle 4. So. Hier kommen wir aber jetzt nicht mehr groß weiter. Also gehen wir einfach rein. Wir hätten uns das Eternal Sword kaufen können. Also bitte. Irgendwo muss es echt aufhören. Das gehen wir uns nachher ganz legitim holen. So. Ich meine, das einfach zu kaufen wäre doch wirklich langweilig, oder Leute? Himmel, ist diese Anlage riesig. Bling, bling. Hm, dieses Symbol kenne ich doch. Jetzt erkenne ich es. Es ist dasselbe Wappen, dasselbe wie auf den beiden Wappen. Das ist das alte Symbol der Dämonen. Mhm. Nur Dämonen können passieren, wenn das Lösen der drei Tempel nicht geschafft worden sei. Es scheint, ihr dürft passieren, doch nehmt euch in Acht, denn dieses Wissen ist nicht gut für jedermann. Okay. Ja! Ja, alles kaputt! Hm, das war's nix. Oh, ein Ronak. Haben wir hier was? Nein. Nix, gut. Nur Gegner, die wir nicht bekämpfen brauchen. So, wo ist der Generator? Sup. Gehen wir zurück und gucken, ob die Truhe frei ist. Hm, hm, hm. Ja, schön. 1000 Gil. Hm. Sagen wir einfach, das war mein Kampfschrei. Boah. 800, ist klar. Du greifst an und du greifst erst recht an. Spuck, spuck, spuck. Okay, wie süß. 200 EP und 200 Gil. Das ist ja mal niedlich, oder? Was haben wir denn hier? Ja, wir drücken immer gerne jeden Schalter, der sich uns anbietet. Geht weg, ihr Drecksgegner. Schreckensgeist. Übelstes Bettlaken. Zack, 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 zack. Halt ein Stadt, ey. Wow, die halten echt nichts aus. Cool. Dann drücken wir den Schalter auch noch. Wow. Wow. Hardcore. Schalter Action. In jede Nische kann das des Rätsels Lösung sein. Okay. In jeder Nische. Es scheint sich etwas geöffnet zu haben. Okay, Drecksgegner. Stirb, Minotaurus. Zack, 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 zack. Hanna Shade. So. Lauf, 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 lauf. Oh, eine Truhe. Äther Gil. Okay.
Geh weg, 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 weg. Hier geht's weiter. Ja, gut, dann gehen wir weiter runter. Oder raus. Die Kraft liegt in den Bäumen. Nö. Der Baum spendet Energie. Okay. Danke, Baum. Energie. Energie. Okay. Danke, Baum. Und jetzt? Die Kraft in den Bäumen, ja. Ich habe doch jetzt mit jedem Baum schon geredet. Ah. Tut mir leid. Tricksgeist. So. Fürchterliches Bettlaken der roten Fleckigkeit. Stirb. Zack. Zack. Mist. Boah, Gustav macht einen Finisher. So. Gustav, wir brauchen dich eigentlich nicht mehr. Wir haben Eternal Weapon besiegt. Du kannst dich verziehen. Keiner will dich. Du bist zu langsam, Minotaurus. Jetzt geht's an zwei Stellen runter. Egal. Haha. Aha. Naja, besser als nichts, oder? Haha. So. Nein, geh weg! Was haben wir denn hier glitzern? Du blödes... Böses Bettlaken. Böses. So, Angriff, 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 Angriff. Ich würde sagen, wir greifen an. Hm? Das hört sich gut an. Dann schauen wir uns mal weiter um, was dieser Glitzeraltar zu sagen hat. Ob das uns näher an... Schließe die andere wird sich öffnen. Okay. Ob das uns das näher an... Rena heranbringt. Wobei ich mal gerne wieder einen Speicherpunkt hätte. Toll. War es zu, also müssen wir erst nach rechts. Geh weg, Biene. Hui. So. Hä? Wollt ihr mich ver... Da sind beide zu, was soll denn das? Hä? Da sind doch beide Türen sind zu. Wie soll ich jetzt weiterkommen? Naja, Hanashta Wasser, Baba. Gott, die haben echt kein Leben. Gut so. Wie soll ich denn da jetzt weiterkommen? Ich konnte auf keiner Seite etwas öffnen oder schließen oder. Ah, okay. Okay, okay. Gehen wir erstmal da unten weiter. Das interessiert mich jetzt gerade mehr. Mhm, mhm. Drecksbiene. Geht's hier jetzt weiter oder kommen wir hier zum... Ach, hör doch auf. Manu, ich habe gehofft, dass ich so wegkomme. Ich meine, jetzt sind wirklich die Kämpfe komplett irrelevant, außer für Gustav, den ich eh nicht geleiten kann. Der kann von mir aus irgendwo in der Ecke verrecken. Wen interessiert bitte Gustav? So. Yeah. Nächste Tür, nächster Schalter. Mhm. Okay, ich habe das System langsam verstanden. Oh, ein Speicherpunkt. Das ist cool. Endlich. So, Speicher. Na, Wonderbra. Was haben wir hier? Den letzten Schalter. Geh weg, du blödes Mistvieh.
Ja, ja, du hast eine Axt, wunderbar. Ich habe ein Schwert, ich habe noch zwei Schwerter. Und das war's schon, das reicht für dich. Kommst nicht mal zum Angriff, du blöder Riesenochse. So. Weiter geht's. Okay. Oh. Story! Wird's bald? Wie lautet der Rest des Textes? Ich meine, mit der Ruhe, den Text zu übersetzen, dauert halt seine Zeit. Ich verliere langsam die Geduld. Und wenn ich die Geduld verliere, kann ich sehr böse werden. Drohungen bringen dich ja auch nichts. Und überhaupt, wie kommt es, dass ich hier alles übersetzen muss? Kennt ihr etwa die Sprache eurer eigenen Vorfahren nicht mehr? Seht, der Oberweise, wie du es vermutet hattest, Legol. Psst. Intelligenzbestie. Seht mal, wen wir hier haben. Ungeladene Gäste. Wer hat euch erlaubt, hierher zu kommen? Ihr seid euch doch hoffentlich über die Konsequenzen bewusst. Was heißt hier erlaubt? Du warst es doch, die uns hierher gelockt hat. Dantilla, ist das wahr? Natürlich nicht, davon wüsste ich doch. Das heißt... Moment mal. Ja, ich glaube, ich war es doch. Dantilla, das ist doch nicht dein Ernst. Wieso eigentlich nicht? Wir wollen sie doch nicht dumm sterben lassen, oder? Rena, was soll das hier alles überhaupt? Nun, das will ich dir erklären. Ja, mehr History. Rück mal raus mit der Sprache. Vor langer Zeit, ja, als das Universum noch jung war, existierten nur zwei Völker. Eines dieser Völker war das Volk der Dämonen, unser Volk. Dann kam es zum Streit zwischen unseren Völkern. Welches noch? Na egal. Und aus Streit wurde Krieg, ein fürchterlicher Krieg. Es war der erste Krieg, den es jemals gegeben hatte und zugleich auch der schlimmste von allen. Tausende Welten gingen in diesem Krieg unter. Es stand nicht gut für uns Dämonen, langsam aber sicher gewann unser Feind die Oberhand. In dieser Zeit gelang es unseren Wissenschaftlern, eine Waffe zu entwickeln, die den Krieg für uns entscheiden sollte. Diese Waffe bestand aus drei Wappen, die als Einheit so mächtig waren, dass sie zusammengesetzt unseren Feind mit einem Schlag hätte erledigen können. Die Waffe war bereits fertiggestellt, die Probeläufe absolviert. Doch anstatt uns diese Waffe nun auszuhändigen, wurden wir verraten. Die Wappen wurden voneinander getrennt und vor uns versteckt. Es kam, wie es kommen musste. Wir verloren den Krieg. Unser Volk wurde aus diesem Universum verbannt und das Tor in unsere neue Welt versiegelt. Seitdem war das sogenannte Dämonentor eine unüberwindbare Barriere für uns. Doch wir weigerten uns, unserem Schicksal zu ergeben. Wir suchten nach einem Weg, uns aus unserem Gefängnis zu entkommen. Und letztendlich fanden wir gleich zwei Schwachstellen. Die erste Schwachstelle war, dass wir zwar von unserer Seite aus nicht durch das Tor gehen konnten, doch wenn jemand von der anderen Seite uns rufen würde, könnten wenigstens die gerufenen Dämonen nach außen gelangen. Die zweite Schwachstelle war die, dass es uns noch immer möglich war, in die Träume anderer einzudringen. Ganz gleich, auf welcher Seite des Tores sie standen. So war es unserem Volk möglich, das Verlangen nach Macht in anderen zu wecken. Und ihnen einzureden, dass sie diese nur erlangen könnten, wenn man uns beschwören würde.
Ha,